bin's mal wieder. Ich zeige euch heute mal, wie es aussieht. Dieser Bobber, der hier wieder weiter zusammengebaut wird. Und ich habe heute mal den Fender angeglichen. Erstmal nur so weit, dass man sehen kann, so wie es aussehen sollte. Da ist ein Schlauch drin. Und wegen den Abstand. Man versucht natürlich so möglich, wie es geht, nach unten hinzugehen. Dann muss ich natürlich den Belt hier auch noch ausschneiden. Da werden jetzt Abstandhalter reingemacht. Die schweiße ich dann dran. Und ja, soweit sieht er jetzt schon aus. Muss man ein bisschen Kabellage machen. Vorne das Rad ist drin. Hier ist unsere Heizung. Kommt immer schön warme Luft raus. Ja, soweit sieht er schon ganz gut aus. Wie gesagt, er ist nachher matt schwarz mit glänzend und schwarz glänzenden Rahmen dazu. Seitlichen Kennzeichenhalter, der ist auch schon dran. Und hier kommen nachher so ganz kleine Kellermann-Blinker dran, diese 3 in 1. Und ich denke mal, das ist so besser, weil dann sind die nicht mehr hinterm Sitz und werden vielleicht besser gesehen. Ja, dann bin ich jetzt auch schon so weit wie durch. Was ich toll finden würde, wenn der eine oder andere mal einen Vorschlag hat, wie was man bauen könnte, oder bin ich da gerne offen für irgendwelche neue Ideen oder was, was man sagen kann, Kerl, das ist gar nicht mal schlecht, ich versuche das mal. Ja, soweit so gut, ich werde mal weiter posten, wie der Verlauf weiter ist, die Tage. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt da bitte ein Abo drauf, würden wir uns sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis die Tage mal. Ciao.